Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei einem weiteren Kingsloot Unboxing und heute haben wir die Kingsloot Anime Box. Anime, ja, ziemlich geil. Vor allem hat so ein schönes Format. Ich bin äußerst gespannt, was mich da erwartet bei so einem Format. Anime Box, ja, Kingsloot schafft es dabei immer wieder Sachen reinzupacken, die ich tatsächlich kenne und das weiß ich sehr zu schätzen. Mal sehen, ob es auch diesmal so ist oder ob ich diesmal da stehe und sage, ich hab keine Ahnung. Das kann auf jeden Fall passieren. Bei Anime bin ich nicht so im Thema drin, aber ich habe immer wieder Spaß, diese Box auszupacken. Auch gerade deswegen, weil obendrauf gerne mal Verpackungsmaterial liegt. Und das mögen wir doch schließlich alle. So, das ist die Spoilerkarte, die tun wir mal weg. So, dann gibt es hier noch eine Werbekarte für eine Rick and Morty Deluxe Box irgendwie. So eine Mega Box. Könnt ihr euch reinpfeifen. Na, und da gibt es dann mit dem Passwort, das ihr nur bei mir kriegt, na, das kriegt ihr natürlich überall, wo es diese Box gibt, na, mit diesem Passwort könnt ihr dann nochmal ein extra Item bekommen. Feine Sache? Feine Sache, glaube ich zumindest. So, wir fangen mal an mit dem T-Shirt. Anime. Anime-T-Shirt. Anime und ich sehe, ist das ein Bart Simpson Crossover oder Puder Bär. Und ich, keine Ahnung. Back to Work. Destroy the city since 1954. Keep storming. Ja, das ist auf jeden Fall. What have you seen, old man? Gojira. Gojira! Das ist Godzilla. Godzilla. Godzilla? Zilla? Zilla. Godzilla, Zilla, Zilla. Undermike, Godzilla, Zilla, Zilla. Singe ich schon wieder. Jetzt schalte ich schon wieder alle ab. Nein, nein, bleibt ruhig dran. Es hört schon wieder auf. Es ist einfach nur die Freude über ein gelb-rotes, orangenes Godzilla-Ding. Ja. Ja, kann man machen. Ne? Also für Godzilla-Fans sicherlich eine feine Sache. Ratet mal, das T-Shirt ist... es ist weich. Jawohl. Ein weiches T-Shirt. Ja. Wäre auch komisch, wenn es mal anders wäre, oder? Weich? Nicht, nee, nicht so weich. Dann haben wir hier ein ziemlich gemeines Gesicht. Und zwar, das hier sieht krass gut aus. Und das ist eine Gratis-Leseprobe von Solo Leveling. Ja, das ist, ist das Han Solo, der lernt, wie man fliegt? Solo Leveling oder so? Keine Ahnung. Nee, natürlich nicht. Es ist irgendwas anderes. Es ist irgendwie, ist eine Leseprobe. Hier, unverfängliche Bilder sind unverfänglich. Bei Anime muss man ja immer mal aufpassen, dass da nicht irgendwelche bösen Dinge gezeigt werden. Da gibt's schon ziemlich gemeine Sachen so. Dementsprechend eine kleine Leseprobe. Die wird wahrscheinlich auch kostenlos und gratis sein und hier mit dabei. Sehr schön. Dann haben wir hier, oh, mir ist warm übrigens, falls euch das wundert, na, warum hier irgendwann anfängt alles, ich bin warm. Also mir ist warm. So rum. Dann haben wir hier wieder. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Falls einer von euch die Sprache spricht, gerne übersetzen, was ich gerade gesagt habe. Nein, das ist natürlich Kauderwelsch. Das passiert. Manchmal ist das so. Na, wir haben hier kleine Snacks. Keine Ahnung. Die gab es, glaube ich, schon mal und die sind bestimmt total geil. Also kleine Kugeln. Mmh. Man muss bei sowas immer Angst haben, wenn Frosch oder Tiere drauf sind, weil es könnte dann sein, dass es auch so nach schmeckt. Aber wenn Frosch so schmeckt, dann ist das geil. Dann kann man das häufiger mal bringen. Gefällt mir gut. Sowas ist cool. Sehr lecker. Mmh. Dann haben wir hier eine Figur. Eine Figur. Und zwar eine Figur von Banpresto aus der Reihe One Piece, wenn ich es richtig sehe. Ist das One Piece? One Piece. Na, 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 na. One Piece habe ich damals super gerne geguckt, aber nur die Staffeln mit diesem Titelsong. Mit diesem One Piece. Na, 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 na. Das fand ich irgendwie ziemlich geil. Und deswegen habe ich das immer sehr gerne geguckt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir hier dann jetzt speziell exakt diese Figur hier drin haben, aber wahrscheinlich. Es gibt irgendwie 6 verschiedene Figuren und wir haben eine dieser Figuren und es ist eine Bastelfigur, wie immer. Ich packe jetzt einfach mal nur die Figur aus, ja? Dann seht ihr die, dann brauchen wir uns hier nicht so lange aufhalten. Na, die hat halt hier noch so ein Ring of Fire mit dabei, ne? And it burns, 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 the Ring of Fire. Und ich weiß nicht, wer das ist. Das ist Portgas the Ace. Portgas the Ace. Gas und deswegen hat er den Ring of Fire dabei. Jetzt verstehe ich es. Portgas the Ace. Kinder, es ist so warm. Ich, entschuldigt bitte, das ist schrecklich. Mit anderen Worten. Also es ist ziemlich übel. Wir haben hier auf jeden Fall eine ziemlich coole One-Piece-Figur mit einer Plattform noch und einem, der hat wahrscheinlich, guck mal, der hat ein Loch im Arsch. Der hat ein Loch im Arsch.
Und da kann man ihm das hinten so reinstecken. Also diesen Standy hier. Na, der hat hier einen Standy mit dabei. Und den Standy kann man ihm dann hinten... Ja, nicht, was ihr wieder gedacht habt. Es ist zwar Anime, aber na, vom Tentakel ist es nicht mehr weit. Aber das ist One Piece. Da ist nicht so Schlimmes mit dabei. Die Figur sieht ziemlich geil aus. Finde ich sehr, sehr geil. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Ich finde, solche Anime-Figuren sind ja auch echt knuffig. Na? Kann man immer machen. So, was haben wir hier noch mit dabei? Wir haben hier einiges mit dabei. Wir haben hier ein Doppelpack. Erstmal haben wir nochmal den T-Shirt als der Sticker. Ja, das T-Shirt als Sticker. T-Shirt als Sticker. Kann man machen. Ist halt ein Sticker. Und dann haben wir hier einmal das Double Feature Double Pack Band 1 und 2 für nur 10 Euro. Und zwar ist das... ich öffne das mal. Und zwar ist das... Kakegurui. Ja, das sollte man vielleicht nicht so deutsch aussprechen. Keine Ahnung. Kakegurui. Das lese ich Kakegurui. Ja, es ist ab 15 plus und es ist Mystery. Mystery, mal sehen, was da passiert. Aha. Keine Brüste. Keine Gewalt. Bisschen Gewalt. Ah, vielleicht eine Brust. Ne, weiß ich nicht. Keine Ahnung, das scheint relativ jugendfrei zu sein. Ist ja auch ab 15, dementsprechend ist das gar kein Problem. Wir haben hier zwei Bände, Band 1 und 2 zum Schnapperpreis. Und in dieser Box natürlich nochmal günstiger. Hammer! Wenn ihr also Bock habt auf Mangas, ja, der Kater mag auch Mangas, Ruhe jetzt. Dann könnt ihr euch diese hier reinpfeifen. Geile Sache, finde ich ziemlich cool. Dann haben wir eine Action-Figur. Und zwar ist das von Tokyo Ghoul. Oh, geil. Und zwar ist das Shu. Shu Tsukiyama. Shu. Shu, ich habe Tokyo Ghoul noch nicht wirklich viel von gesehen, glaube ich. Nee, ich kenne halt nur den Kaneki heißt der, glaube ich, ne? Der Hauptcharakter, den kenne ich. Und den Rest kenne ich jetzt so noch gar nicht. Aber diese Figur sieht natürlich mega geil aus. Das ist ebenfalls eine McFarlane-Figur. Also haben wir schon die zweite McFarlane-Figur aus der Kingsloot diese Woche. Finde ich ziemlich geil. Falls ihr das andere nicht gesehen habt, einfach mal das Horror-Unboxing angucken. Da ist nämlich die andere Figur zu sehen. Jawohl. Und das ist hier Shu. Ja, ihr wisst, wie der heißt. Ihr kennt das. Ihr habt Tokyo Ghoul bestimmt gesehen und ihr findet das bestimmt total toll, dass diese Figur da jetzt drin ist, oder? Oder? Doch, findet ihr. Findet ihr total geil. Ich finde das auch super cool. McFarlane-Figur geht immer. Allein die hat schon einen Euro-Wert von 30. Na, dementsprechend mega. So, was haben wir ja noch? Wir haben ein Mai Kawaii Packboard. Ein Mai Kawaii Packboard. Das sind so die Dinger, die sich immer diese Büchermädels immer überall hinstellen, wo dann immer so Lebensweisheiten draufstehen, wie lebe deinen Traum und träume nicht dein Leben. Ja, solche Sachen schreiben sich diese Leute da drauf. Und hier habt ihr, na, könnt ihr puzzeln, könnt ihr so Buchstaben ausbasteln und auch Motive hier. Das sieht so ein bisschen lustig aus. Hier ist zum Beispiel eine Pommes mit dabei und eine Banane und ein Kaktus. Na, diese ganzen Kawaii-Dinger, diese ganzen lustigen Sachen. Und die könnt ihr dann hier so reinschieben. Das Ding ist aber, es sieht aus wie... Also das hier sind wie Strohhalme. Und das ist auch schon ziemlich beschädigt, finde ich, ehrlich gesagt. Also hier sind überall so Punkte dran. Das finde ich ein bisschen schade. Das hätte man vielleicht anders machen können. Was macht er da? Achso, gar nichts. ziemlich geiles Teil. Auf jeden Fall für Leute, die hier so Nachrichten verbreiten müssen oder sich das hier in den Hintergrund stellen. Na, ich vermeide sowas, weil ich finde das irgendwie komisch. Na, und bin da kein großer Freund von. Aber ich finde das schon sehr witzig, vor allem, weil das auch für die Wand eigentlich eher gedacht ist. Ne? Und da gehört dann da so manche Binsenweisheit auch hin. An die Wand. Ja, das war's aus der Kingsloot-Box. Wir gucken nochmal kurz, was das Pro-Item war. Das Pro-Item ist diese wunderbare kleine Figur von Portica de Ace. Ja, ich kenne die nicht, keine Ahnung. Ansonsten, ja, Doppelpack, Manga, coole Box, oder? Wenn ihr Anime-Fans seid und ihr wollt so eine Box haben, unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Da habe ich nichts davon, da habt ihr wahrscheinlich nichts davon, außer dass ihr so eine coole Box bestellen könnt. Na, also ihr kriegt da keine Rabatte oder so, aber das ist eine feine Sache. Und wenn ihr den dann noch mitteilt irgendwie in einem Kommentarfeld, falls es da sowas gibt, oder schreibt halt eine E-Mail, dass er von mir kommt, dann ist das auch sehr, sehr hilfreich. Na, ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese Box gefunden habt und meldet euch gerne beim nächsten Mal auch wieder an und guckt das nächste Video und ihr wisst Bescheid. Ein Abo wäre ganz cool und ein Daumen und was man so macht. Na? Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.